Wanderer fanden die wohl älteste Mumie der Welt. Etwa 5300 Jahre lang lag die 1991 entdeckte Leiche eines Steinzeitmenschen in den Südtiroler Alpen. Der sogenannte Ötzi wurde wohl durch einen Pfeilschuss in den Rücken getötet. Doch wer hat ihn umgebracht und warum? Diesen Fragen geht das fiktive Survival-Drama Der Mann aus dem Eis nach. Gedreht wurde an Originalschauplätzen. Den Ötzi, der im Film Kelab heißt, spielt Jürgen Vogel. Wie hat es sich angefühlt, einen Steinzeitmenschen zu spielen? Gut. Es war ja im Grunde genommen, es war ja nicht wirklich die Steinzeit für mich jetzt so. Also, aber die Geschichte spielt in der Steinzeit. Es war sehr schön. Südtirol ist wunderschön. Toll, da zu drehen. Du hast ja schon sehr, sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Man kennt dich aber hauptsächlich so aus den witzigen Charakteren. Wie wichtig ist es dir, auch andere zu spielen? Also jetzt zum Beispiel eher so einen verbitterten Charakter. Also verbittert ist er nicht eigentlich, aber theoretisch, na, alles ist wichtig. Also ich mache gern lustige Sachen, wenn sie gut sind. Ich mache gern ernste Sachen, wenn sie gut sind. Das hängt immer ganz von dem Drehbuch ab. Aber hier war es echt spannend. Ich habe es schon beim Lesen so verschlungen und es hat mir sehr, sehr doll gefallen. Und wie schwierig war es, diese Emotionen authentisch darzustellen, obwohl du ja eigentlich also kaum sprechen konntest, nicht richtig sprechen konntest? Ja, schwierig weiß ich jetzt nicht. Das ist ja mein Job. Also insofern, ich mache das, was ich halt machen muss. Und wenn es den Leuten gefällt, ist es schön.